Ich habe jetzt so lange keine YouTube-Videos mehr gemacht. Ich habe absolut keine Ahnung, was momentan in ist. Sind Jump Cuts noch in? Probieren kann man es ja mal. Intro. Ich habe immer noch keins, oder? Okay. Es ist super schwer, wieder ins Videodrehen reinzukommen, wenn man eine längere Zeit keine Videos gedreht hat. Ich meine, ich komme jetzt nach Hause, setze mich hin und weiß überhaupt gar nicht, über was ich erzählen möchte. Deswegen erzähle ich euch heute einfach, was meine Lieblingsfilme im Oktober sind. PS, ich liebe dich ist mein absoluter Lieblingsfilm und den brauche ich jetzt hier nicht erwähnen. Das habe ich schon so oft erzählt und jeder weiß das. Und ja, tut mir leid, ich bin halt voll das Mädchen, was sowas angeht. Ich heule bei Filmen. Und ein Film, der mich zum Beispiel zum Heulen gebracht hat, ist Die Bücherdieben. Es geht um ein Mädchen, wie der Titel schon sagt, die klaut ein Buch. Ich glaube, sie klaut auch mehrere Bücher. Und ich finde das total nicht in Ordnung, weil ich meine, man darf doch nicht einfach irgendwelche Bücher klauen. Das macht man nicht. Ich hab dir was mitgebracht. Du steckst voller Wunder. Du stiehlst Bücher? Warum? Wenn das Leben dich bestiehlt, musst du es dir manchmal zurückstehlen. Ich meine, unser eins hätte man dafür, weiß nicht, ins Gefängnis gesteckt oder so. Und die klaut da einfach irgendwelche Bücher und alle haben Mitleid mit ihr und sagen, oh, das arme Mädchen, sie möchte unbedingt lesen und deswegen klaut sie Bücher. Und ich denke mir nur so, nein, klauen gehört verboten, schneidet ihr die Finger ab. Aber ich habe auch bei dem Film unglaublich doll geweint, deswegen solltet ihr euch den vielleicht auch angucken. Das ist ein sehr guter Film. Ich habe euch noch was zum Heulen mitgebracht. Und nein, damit meine ich jetzt nicht meine YouTube-Videos. Ich meine den Film Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das ist jetzt ein bisschen was für die Mädchen unter euch oder vielleicht auch für die Schwulen. Ich glaube, sowas soll es ja auch geben heutzutage, dass sich Männer lieben. Ekelhaft. Und ich weiß, dass jetzt ziemlich viele aufschreien und sagen, oh mein Gott, Tommy, nein, der Film ist doch total schlecht, das Buch ist viel besser. Das ist doch immer so, oder nicht? Jetzt kann ich auch verstehen, warum die Bücherdiebin Bücher geklaut hat. Ich meine, ich hätte mir ja DVDs geklaut, aber... Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir für unsere kleine Unendlichkeit bin. Das Leben ist schön, Hazel Grace. Okay? Okay. Es geht jedenfalls um ein Mädchen, was Krebs hat und sie trifft jemanden, dem es ähnlich geht und der das alles überwunden hat und dann kommt ein anderer Freund und dann wird einer blind und das ist voll der Twist damit drin und ganz zum Schluss weint man und... Habe ich jetzt gespoilert? Frag mich niemals, worum es in einem Film geht. Ich nehme irgendwie mal alles vorweg. Und wer bei dem Film nicht weint, der hat einfach keine Gefühle. Kommen wir zum nächsten Film. Etwas zum Lachen. Brautalarm. Los, begrüßen wir die anderen Brautjungfern. Du erinnerst dich sicher noch an meine Cousine Rita. Sie haben gerade ein neues Haus gekauft. Es ist großartig. Das kann ich nicht beurteilen. Ich sehe nur die Küche und die Wäschekammer und die Decke im Schlafzimmer und manchmal auch den Fußboden. Ich weiß, viele kennen den Film schon und der ist jetzt auch nicht so neu, aber ich habe ihn im Oktober mindestens 4-mal gesehen, weil es einfach mega lustig ist. Wenn man ganz genau hinhört, sind da so viele Kleinigkeiten drin, die im Hintergrund passieren, die auch mega lustig sind. Eine Szene habe ich zum Beispiel für ein YouTube-Video von mir geklaut. Steht da eine Frau auf den Tragflächen? Oh mein Gott, da steht eine Frau auf den Tragflächen. Sie ist aus der Kolonialzeit. Sie rührt ein Butterfass. Leute, die verschweigen uns was. Jetzt hatten wir schon was zum Weinen und auch was zum Lachen. Jetzt fehlt natürlich noch was zum Gruseln. Ich bin ein absoluter Horrorfilm-Freak. Ich liebe Horrorfilme. Und damit meine ich jetzt nicht die ganz alten Schinken, weil da sind die Effekte einfach unglaublich schlecht. Konnten sie sich keine richtigen Effektemacher leisten? Fürchterlich. Und was ich auch nicht mag, sind diese unglaublich sinnlosen Splatter-Filme. Einfach nur jemanden tot machen und Blut spritzt und wow, das ist total langweilig. Das macht mich überhaupt nicht an. Gibt es Leute, die sowas anmachen? Was ich damit sagen möchte ist, ich hasse Filme, wo sinnlos Leute umgebracht werden und wo ganz viel Blut spritzt. Das ist langweilig, das ist doch überhaupt nicht spannend. Ich möchte etwas, wo eine Geschichte mit hintersteckt, wo es eventuell sogar echt sein könnte. Sowas finde ich irgendwie cool. Deswegen zeige ich euch jetzt den Trailer von Hostel. Nein, The Conjuring. 1971 zog die Perrin-Familie in ihr Traumhaus. Es war toll hier. Aber sie wussten nicht, dass es der Tatort eines brutalen Mordes 1863 war. Und als letztes erzähle ich euch von einem Film, den ich noch nicht geschaut habe, weil er jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe, noch nicht draußen ist. Und zwar kommt er erst nächste Woche Donnerstag raus und ich gehe am Samstag ins Kino. Deswegen ist es jetzt nur Spekulation, was jetzt kommt. Es geht um den Film The Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth. Das ist der erste Teil einer Trilogie und ich habe alle drei Bücher gelesen und bin wahnsinnig gespannt drauf, wie sie den Film umgesetzt haben. Und der Trailer ist echt vielversprechend. Tag 1, Frischling. Raus aus den Federn. Was ist das hier? Weißt du deinen Namen? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Wer hat uns hergebracht? Wissen wir nicht. Was ist da draußen?
Es geht so um einen Jungen und der wacht so in so einem Fahrstuhl auf und der weiß aber nicht, wo er ist und wer er ist. Und der heißt Thomas. Das kommt aber erst später im Film raus. Und auf der Lichtung, also er kommt auf so einer Lichtung raus. Und auf der Lichtung sind nur Jungs. Und jeder hat da so seine Aufgabe. Und die sind da wohl schon seit 2 Jahren, diese Jungs. Und ringsrum um dieser Lichtung ist ein großes Labyrinth. Und da laufen die Labyrinth, die Runner, die Maze Runner, die laufen da durch und erkunden das Labyrinth. Aber das Labyrinth verändert sich jeden Tag. Ihr solltet den Film gucken. Ich bin echt schlecht im Erklären, wie ich das am Anfang schon gesagt habe. Und das waren meine 5 Filme im Oktober. Eventuell wird es einen Top 5 Filme im November geben, aber verlasst euch nicht drauf, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich könnte ja auch einen Top 5 Filme, die ich gehasst habe, machen. Vielleicht wird es sowas mal in Zukunft geben. Dieses Video ist das Teil von einem Ganzen. Ihr könnt euch mal durch die Playlist klicken, da gibt es noch unglaublich viele tolle andere Videos. Und ich bin jetzt raus. Tschüss!